Vorteile von Bewegbildern in der internen Kommunikation sind ganz klar. Wir können Emotionen besser transportieren, wir können Botschaften emotionaler transportieren und wir verwenden das ja für die Werte. Und Werte hat was mit Identität, mit Identifikation mit dem Unternehmen zu tun und das können wir eben am besten durch Bewegbilder transportieren. Also die Ziele dieser Kampagne, die wir vor 2 Jahren gestartet haben, mit Unterstützung der Bewegbilder, war es eben, neue Unternehmenswerte für Sky zu entwickeln und zu kommunizieren, eine neue Identität zu schaffen in dem Unternehmen nach dem Einstieg der News Corp. Wir sind im Moment mitten in der Implementierung und Kaskadierung der neuen Werte und sehen sehr deutlich, dass es uns gelungen ist, den neuen Spirit of Sky in die Organisation zu tragen. Mitarbeiter sind zufriedener. So, Mitarbeiterzufriedenheit im Gesamtunternehmen ist gestiegen. Leute haben einfach mehr Spaß an der Arbeit und das ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, damit wir langfristig und mittelfristig erfolgreich sind. Und dazu haben wir diese Kampagne gestartet und eben das Bewegbild verwendet. Das Bewegbild kann auf der einen Seite besser Emotionen transportieren, Leute fesseln, Leute begeistern. Auf der anderen Seite kann es, und da hatten wir auch ein bisschen Bedenken bei unserer Kampagne, eben dazu führen, dass die Bewegbilder missverstanden werden, unterschiedlich interpretiert werden und sich die Leute dann vielleicht eher darüber lustig machen, als dass sie sie ernst nehmen und wir damit unser Ziel, das wir erreichen wollten, vielleicht nicht so erreichen, wie es geplant war. Also, was haben wir eingebaut? Wir kommunizieren zusätzlich zu den Bewegbildern auf anderen Kanälen. Wir halten Workshops ab, um die Kampagne zu verbreiten. Wir haben das Thema Werte mit Trainings gekoppelt, um eben dafür zu sorgen, dass das, was in den Filmen gezeigt wird, auch tatsächlich umgesetzt und gelebt werden kann.